Hallo und willkommen zu einer kleinen Episode Palia mit dem Fred. Heute zeige ich dir kurz und kompakt, wie das Hotpot-Minispiel auf dem Magimarkt funktioniert. Dazu habe ich mir mal hier dieses Zeichentool geschnappt und damit werden wir jetzt gleich mal ein bisschen zeichnen, damit ich das mal erkläre. Also das ist jetzt hier quasi der Startbildschirm. So sieht das aus, wenn es losgeht, beziehungsweise kurz bevor es losgeht. Wir haben natürlich insgesamt 4 Spieler, das bedeutet, da oben sind natürlich meine 3, ich sage mal, Gegenspieler in diesem Fall. Jeder hat am Anfang 8 Karten, die hier unten liegen, mit den entsprechenden Symbolen. In der Mitte liegen natürlich dann die 5 Karten, also die Karten, die man dann später braucht zum Austauschen. Das ist klar. Aber was ist nun das Ziel des Spiels? Das Ziel des Spiels ist es, Dreierpaare zu sammeln. Und das bedeutet entweder, so wie wir das jetzt hier schon sehen, bei meiner Starthand, dreimal das gleiche Symbol, also in diesem Fall dreimal das Stück Fleisch. Es geht aber natürlich auch dreimal die gleiche Farbe, dann müssen die Symbole allerdings unterschiedlich sein. Bedeutet, ich habe jetzt hier schon mal Maiskolben und auch die Karotte, bräuchte dann jetzt hier bei einer der restlichen Karten halt noch eine gelbe Karte mit einem anderen Symbol drauf und dann natürlich entweder von den anderen Sachen 3 von dem gleichen Typ, also dreimal jetzt zum Beispiel hier das Ding hier oder halt unterschiedliche Sachen, aber dann bräuchte ich natürlich alles auch von der gleichen Farbe. Ansonsten noch zu erwähnen, das Spiel ist rundenbasiert, das bedeutet, jeder macht dann seinen Zug und jetzt habe ich auch genug geredet für den Anfang, jetzt gucken wir einfach mal rein, was jetzt hier genau passiert bei diesem Spiel. Ich habe mir das jetzt extra mal rausgesucht, weil das etwas kürzer ist, das ist dann wahrscheinlich etwas besser zu verstehen. Also, wir sehen, dass natürlich jetzt jeder so ein bisschen Bedenkzeit hat und dann natürlich gucken kann, dass er seinen Zug macht. So, die erste Karte ist jetzt schon mal aufgedeckt und die nächste Person wird dann natürlich auch die nächste Karte in der Mitte aufdecken, sodass dann im Endeffekt nach der ersten Runde die Karten in der Mitte alle aufgedeckt sind, bis die in der Mitte, bis auf, ja, die ist natürlich nicht aufgedeckt. Jetzt kann ich immer natürlich mal wieder nachgucken, was ich da habe. Jetzt habe ich schon mal eine orangene Karte rausgesucht. Und warum habe ich das gemacht? Das ist natürlich ganz einfach. Ich habe immer noch die 3 gleichen hier an der Stelle. Habe jetzt 2 hiervon von einer Farbe, aber unterschiedliche Symbole, das was wir ja brauchen. Und hier auch nochmal 2 von einer Farbe und auch nochmal unterschiedliche Symbole. Bedeutet, ich muss da noch gucken, dass ich da was mache. Und dann brauchen wir ja insgesamt 3 mal 3. Also dann 3, 3, 2 plus dann noch eine aus der Mitte. Das sind dann insgesamt 9 Stück. Und der Erste, der das schafft, oder die Erste, der oder die hat dann gewonnen. Wenn du aber verlierst, ist das gar nicht schlimm, weil du dann Punkte bekommst, je nachdem, was du bis dahin gesammelt hast. Aber dreimal das gleiche Symbol zählt mehr als 3 von der gleichen Farbe mit unterschiedlichen Symbolen. Deswegen musst du ein bisschen darauf achten, was du machst. Aber du bekommst dann natürlich im Endeffekt am Ende deine Glücksumschläge. Und das ist ja das, was wir wollen. Also, die Ember ist da jetzt gerade unterwegs und noch am Überlegen. Ich hatte jetzt hier überlegt, was ich jetzt mache. Im Endeffekt habe ich jetzt hier nichts Gescheites gehabt. Ich hätte natürlich noch das Lila nehmen können, aber da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich habe von den anderen eh schon überall 2 Farben. Und wenn ich dann da noch jeweils die eine noch dazu bekomme, dieses eine Symbol, was sich dann natürlich unterscheidet von den anderen, dann bin ich ganz gut unterwegs, aber ja gut, klar, es ist natürlich auch ein bisschen Glück hierbei. Das ist auch ganz eindeutig, das muss man auch dazu sagen. Jetzt habe ich mich hier wieder für die mittlere Karte entschieden und sehe jetzt aber, dass ich den Maiskolben habe. Das bedeutet, jetzt bin ich so ein bisschen flexibler bei Gelb. Ah, das ist nämlich der dritte Maiskolben. Ich hätte jetzt aber auch einfach noch das dritte Symbol von Gelb nehmen können und das gegen den einen Maiskolben austauschen, weil ich ja dann 3 mal unterschiedliches Symbol gehabt hätte, aber alles in Gelb. Aber jetzt, wenn die Ember da den Maiskolben nicht nimmt, dann nehme ich den natürlich. Dann habe ich schon mal 2 mal das voll. Sehen wir ja jetzt. Habe ich jetzt da reingepackt. Und jetzt fehlt mir noch. Was fehlt mir jetzt noch? Jetzt fehlt mir im Endeffekt noch eine orangene Karte. Jetzt fehlt mir noch eine orangene Karte hier aus der Mitte. Aber die darf nicht das Symbol haben und die darf nicht das Symbol haben. Wenn ich das schaffe, dann habe ich gewonnen. Und wenn jemand anderes schneller ist, dann kriege ich zumindest noch ordentlich Umschläge. Und das ist auch in Ordnung. Es geht ja auch nicht immer ums Gewinnen. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob man es mit Freunden spielen kann. Ich glaube nämlich nicht. Bei Facebook hatte das jemand geschrieben, dass das doch wohl gehen würde, aber ich habe das noch nicht rausgefunden. Ich bin mit Matthias ja nicht mal auf den selben Magimarkt gekommen und jetzt ist nämlich vorbei. Jemand hat gewonnen und jetzt sehen wir das ja. Ich habe 840 Tischpunkte bekommen und das sieht man ja jetzt halt je nachdem, was du halt dann da hast. Also jetzt hier, das sind die beiden Sets, die ich hatte. Also 2 mal 3 jeweils von
der gleichen, ja, quasi vom gleichen Typ. Ich glaube, das war bei uns Maiskolben und das Steak, ist das, glaube ich. Also das ist das Fleisch. Und dann nochmal die zwei von der gleichen Farbe, aber mit den unterschiedlichen Symbolen. Und das macht dann insgesamt 840 Punkte. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Falls ich irgendwo Mist erzählt habe und ihr Ergänzungen habt oder Korrekturen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr sie in die Kommentare schreibt. Ich würde mich auch über ein Abo freuen und dann sehen wir uns in einer neuen Episode. Bis zum nächsten Mal.